Lyrik und Prosa. Ich wünsche Ihnen eine interessante halbe Stunde. Zu Gast sind heute ein Autor und Hans-Joachim Wolter. Ich fange mal kurz mit Hans-Joachim an und stelle dann dich vor, Hans. Hans-Joachim, würdest du bitte mal den Verein, für den du arbeitest, vorstellen? Wie heißt der Verein und was tut ihr? Das ist der Niedersächsische Verein zur Förderung von Theresienstadt e.V. Der ist 1996 gegründet worden, entstanden. Und zwar sind wir 1996 im Rahmen einer Lehrerfortbildungsveranstaltung nach Theresienstadt gefahren. Und diese Fahrt war so beeindruckend, dass wir also hinterher gesagt haben, das müssen wir mehr von machen. Und auf die Art und Weise ist dann der Verein entstanden. Die machen also jedes Jahr einmal im Herbst eine Studienfahrt dorthin oder ein Seminar. Und auf die Art und Weise haben wir dann mehrere Zeitzeugen kennengelernt. Und du wirst heute lesen von einer Zeitzeugin? Ja. Ja, da sagen wir nachher noch was drüber. Ne? Da führst du nachher noch ein. Gut, vielen Dank schon mal soweit. Jetzt liest erstmal der Heinz Kornemann. Er ist Ihnen vielleicht bekannt durch Kupferberger Gold, den Roman, den du geschrieben hast. Und jetzt ist ein neues Buch rausgekommen. Richtig. Sag doch mal bitte ganz kurz, woher du kommst. Ich komme aus Wolfsburg, da wohne ich seit 10 Jahren. An meinem Spitz in S hört man es, ich bin ein gebürtiger Bremer. Okay. Und hin und wieder besuche ich mal in Wolfsburg, aber auch in Berlin Kneipen und führe da interessante Gespräche. Ja. Findet man da wirklich noch. In Berlin gibt es auch viele urige Kneipen. Mhm. Und so hatte ich auch im Januar 2012 ein interessantes Kneipengespräch und darüber habe ich hinterher Protokoll geführt. Und darüber ist dann Endstation Wolfsburg entstanden. Da geht es hauptsächlich auch um das Thema Zwangsarbeiter. Denn die Konzerne auf VW haben sich ja die ersten 50 Jahre nach Kriegsende war das ja irgendwie ein Tabuthema. Inzwischen wird es Gott sei Dank aufgearbeitet. Und in VW-Werk gibt es auch eine Gedenkstätte seit 1999. Da kann man vieles sehen. Auch die Zwangsarbeiter haben da eine leihweise Dinge hinterlassen. Ringe und dergleichen, was die heimlich angefertigt hatten für eine Partnerin. Also es ist interessant, das zu sehen. Und dies wird in diesem Roman Endstation Wolfsburg auch alles geschildert. Und ich lese mal aus dem Kneipengespräch vor, das ich im Januar 2012 mit dem Peter Biermann führte. Ein nächtliches Kneipengespräch. Wolfsburgs Traditionskneipe Nummer 1, die altdeutsche Bierstube, gilt als alt. Das steht auch auf einem Schild draußen an der Hauswand. Der Text auf dem Schild lautet: Wolfsburgs ältestes Bierlokal, seit 1942. Diese Eckkneipe ist eine Gaststätte mit Tradition, die mit der Stadtgeschichte verwoben ist. Viele Vereine wurden dort in der Nachkriegszeit aus der Taufe gehoben. Neben dem VfL auch der erste FC Wolfsburg. Eine Kneipe, die 1942 aus der Wiege gehoben wurde, muss in dieser Stadt als alt gelten. Denn die Stadt wurde auch erst 1938 durch die Nationalsozialisten gegründet und trug bis zum Ende des tausendjährigen Reiches, in Anführungszeichen, das nach 12-jähriger Dauer zu Ende war, nicht mehr bestand, den langen, holprigen Namen Stadt des KdF-Wagens bei Fallersleben. Mit dem Kriegsende am 8. Mai 1945 wurden von der deutschen Bevölkerung alles verdrängt. Keiner war dabei gewesen, keiner hatte mitgemacht, alle waren sie dagegen gewesen. Für die meisten Deutschen war die Niederlage der Nazis ihre eigene Niederlage. Hatten sie doch geglaubt, für die gute Sache des eigenen Landes zu kämpfen und zu leiden. Dann kam die Erkenntnis, die Deutschen wollten es nicht wahrhaben, dass sie sich geirrt hatten, dass sie von verbrecherischen Politikern, an die sie so fest geglaubt hatten, verführt wurden. Alles, was sie gemacht hatten, war vergeblich und sinnlos gewesen. Sie hatten den unmenschlichen Zielen einer verbrecherischen Führung gedient. Jahrzehntelang galt der 8. Mai in der Bundesrepublik Deutschland nicht als Tag der Befreiung, sondern als Tag der Kapitulation. Der deutsche antifaschistische Widerstand wurde ignoriert und diffamiert. Eine wirkliche Entnazifizierung hat nach 1945 kaum stattgefunden. Ehemalige Nazis gelangten wieder in führende Positionen in Verwaltung, Wirtschaft, Justiz,
Hochschule und Medien. Am 8. Mai 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, hielt der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker im Deutschen Bundestag eine Rede, in der er daran erinnerte, dass es ein Tag der Befreiung von Gewaltherrschaft war, dass am 8. Mai 1945 ein Irrweg deutscher Geschichte zu Ende war. Nach der Grundsteinlegung des VW-Werkes hat sich Hitler auch nie wieder in das Sattel des KdF-Wagens bei Fallersleben blicken lassen. Aber ich, Heinz Kornemann, Jahrgang 1949, besuchte Ende Januar 2012 die Altdeutsche Bierstube in Wolfsburg. Der Tag meines Besuches in der Altdeutschen Bierstube war der 27. Januar 2012. Der 27. Januar ist in Deutschland ein bundesweit gesetzlich verankerter Gedenktag, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. An diesem Gedenktag, der erst 1996 eingeführt wurde, stellte ich mir die Frage, warum gibt es diesen Gedenktag erst seit 1996? Da war Deutschland und die von den Deutschen überfallenen Länder schon mehr als ein halbes Jahrhundert vom Terror des Nationalsozialismus befreit worden. Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des KZ Auschwitz, des größten Vernichtungslagers des Naziregimes. Und heute, so steht es am 27. Januar 2012 in den Zeitungen, kann in Deutschland jeder fünfte junge Erwachsene einer Umfrage zufolge nichts mit dem Begriff Auschwitz anfangen. Eine Umfrage des Forsa-Instituts ergab, 21% der 18- bis 30-jährigen Deutschen weiß nicht, dass der Name Auschwitz für ein Konzentrationslager und Vernichtungslager der Nationalsozialisten steht. Und ich frage mich, woran mag das liegen? Am 27. Januar 2012 erinnerte der 91 Jahre alte Literaturkritiker und Holocaust-Überlebende Marcel Reich-Ranicki im Bundestag an die Verbrechen der Nationalsozialisten in einer ergreifenden Rede, schilderte er, wie er den Naziterror überlebte. Zu der am 22. Juli 1942 begonnenen Deportation der Juden aus Warschau und das Vernichtungslager Treblinka sagte er, was die Umsiedlung der Juden genannt wurde, war bloß eine Aussiedlung, die Aussiedlung aus Warschau. Sie hatte nur ein Ziel, sie hatte nur einen Zweck, den Tod. Ich möchte jetzt in diesem Zusammenhang daran denken, dass eben unschuldige Menschen viel zu früh gegangen sind. Und deswegen blende ich jetzt mal als Unterbrechung und als Pause zum Zuhören dieses Musikstück ein. Ich spiele jetzt ein Stück, das habe ich für zwei Freunde von mir geschrieben. Das Stück heißt Gone Too Soon. Thank you.
Wie ich schon erwähnte, besuchte ich Ende Januar 2012 die Alldeutsche Bierstube. Ich wollte mir mal ein Bild von dieser Arbeiterkneipe machen und traf dort keine Arbeiter, so wie man auch in den ehemals traditionellen Arbeiterparteien keine Arbeiter mehr trifft. Dort agieren jetzt überwiegend Lehrer und Sozialarbeiter für eine bessere Welt. Aber den pensionierten Ingenieur Peter Biermann, der 1931 in Bremen geboren wurde und den ich im Laufe des Abends noch näher kennenlernen sollte, den traf ich dort. Ich setzte mich zu ihm auf einen freien Hocker an der Theke und sah mich neugierig in dem großen Raum um. Da in Niedersachsen in Eckkneipen bis 75 Quadratmeter das Rauchen erlaubt ist, war die Alldeutsche Bierstube ein verräuchertes Lokal geblieben. »Suchen Sie etwas Bestimmtes?«, fragte mich mein Nachbar auf dem Barhocker neben mir. Misstrauisch musterte er mich, und ich erwiderte seinen musternden Blick. Ein älterer Herr, den ich so um die 75 Jahre einschätzte. Wahrscheinlich war er alleinstehend und vor der abendlichen Einsamkeit in die Kneipe geflohen. Vor sich auf der Theke hatte er eine Zeitung liegen. Daneben stand ein großes Glas Bier und ein Glas Korn. »Nee«, antwortete ich, »ich wollte nur mal einen Blick in die älteste Kneipe von Wolfsburg werfen.« Jetzt geht mir doch die Gaststätte nochmal durch den Kopf. Ja. Ist das nicht auch gemütlich? Ich bin gerne in verräucherten Gaststätten. Ich habe noch nie in meinem Leben geraucht, aber da geht es gemütlich zu. Ich fahre gerne nach Berlin. Ich sage mal, Berlin ist ein Vorort von Wolfsburg. Mit dem ICE bin ich einer Stunde da. Okay. Und meine Frau, die geht abends im Hotel früh ins Bett. Da gehe ich noch ein nächtliches Bier trinken. Und da findet man so interessante Kneipenbesucher und führt gute Gespräche, sage ich. Ich bin in Berlin geboren. Und nein, aber ich bin nein, bin ich. Aber ich denke mal, es ist ja doch gemütlich und wollen wir nochmal die, wie heißt sie, die Kneipe in Wolfsburg? Das ist die Alldeutsche Bierstube. Alldeutsche Bierstube, ja. Als älteste Gaststätte Wolfsburgs, ne? Richtig. Und nochmal. Man darf dann rauchen, also alle Raucher können hingehen, kein extra Raum und das ist gemütlich. Ich möchte trotzdem nochmal zum Abschluss von dir, Heinz, auf das Buch eingehen, Kupferberger Gold von Heinz Kornemann. Und ich bitte dich dazu, 2, 3 Sätze zu sagen. Also ich fand es sehr eindrucksvoll, weil der Heinz in diesem Roman Kupferberger Gold eine Beziehung einer jungen Deutschen zu einem jungen Juden beschreibt, die von den Umständen auseinandergerissen wurde, diese Beziehung. Und dabei spielen sich all die Dinge ab, wie Zusammenschlagen von Menschen, Zerstörung von Häusern und so weiter, die geschehen sind. Und man erlebt das aus der Sicht dieser beiden Personen. Aber ich möchte trotzdem, dass du das nochmal kurz darstellst. Bitte. Ja, durch dieses Buch Kupferberger Gold zieht sich wie ein roter Faden das Thema Vertreibung durch. Ja. Und das ist ja auch heute noch aktuell, weil wir Menschen nicht tolerant sein können. Meine Vorfahren, 1837, mütterlichseits, die kommen aus Tirol. Die wurden von Osttirol vertrieben, weil es Protestanten waren. 1945 wurden sie aus Schlesien vertrieben, weil Schlesien polnisch wurde. Und in diesem Buch wird dann auch geschildert, ne, das ist die Ella, die Hauptperson. Ne, die kommt auch aus Tirol. Und ihre Vorfahren kamen aus Tirol. Und sie lernte dann in Schlesien und in Breslau den Benjamin kennen, ja. Benjamin Baumgarten. Der musste wieder Deutschland verlassen, weil er aus einer jüdischen Familie kam. Und sie wurde dann 1945 auch vertrieben aus Schlesien und kam hier in die Bundesrepublik. Und dann wird auch mal geschildert, wie sie sich in den 80er Jahren noch einmal treffen. Ja, ja, und viele Frauen, das will ich noch sagen, die das Buch lesen, die berichten mir hinterher, vielleicht gehörst du auch dazu, die haben am Schluss geweint, weil das so... Am Schluss, ich war richtig gerührt, also wirklich richtig. Jetzt möchte ich aber unbedingt zum Hans-Joachim Wolter überwechseln. Denn du hast einen Bericht mitgebracht einer Zeitzeugin. Sag doch bitte mal, welches Buch das ist, wie die Dame heißt und die Umstände. Wir haben die Dame, das heißt Evelina Merova, um 2000 während einer solchen Studienfahrt kennengelernt. Ist 1930 geboren. Muss ich hier mal eben vorlesen. Sie kommt also aus einer gutbürgerlichen Familie, nicht unbedingt reich, aber eben gutbürgerlich und ist 1942, das heißt also als 12-jähriges Mädchen nach Theresienstadt gekommen, ist dann 1943 im Dezember
nach Auschwitz-Birkenau gekommen und ist dort bis zum Juli 1944 gewesen. Im Sommer ist sie dann nach Stutthof, ins Konzentrationslager Stutthof gekommen. Stutthof war das erste KZ, was außerhalb des Deutschen Reiches lag. Ich lese jetzt vor einen ganz kleinen Abschnitt aus diesem Lebenslauf der Evelina, aus einer Sammlung von Zeitzeugenberichten. Das heißt, die Zeitzeugen oder die Überlebenden, die uns über ihr Leben berichtet haben, die haben mir hinterher ihren Lebenslauf praktisch gegeben. Den haben wir gesammelt. Den Lebenslauf haben sie dann nochmal korrigiert, nachdem er abgeschrieben, gedruckt und so weiter geworden ist. Und das befindet sich also hier in einer oder in dieser Mappe. Diese Mappe ist also für Schulen gedacht, für zum Unterricht. Denn anhand dieser Lebensläufe kann man doch sehr viel über den Holocaust und auch über das Leben der Juden und so weiter bearbeiten. Dafür ist dieses also hauptsächlich konzipiert worden. Und natürlich auch für unsere Teilnehmer an den Studienfahrten. Und diese Berichte kann man über dich bekommen, wenn man sich auf deiner Webseite meldet. Ja, gut. Die sind also bei uns erhältlich. Gegen eine Spende. Okay. Die Spende kann natürlich hoch sein, das ist klar. Mhm. Aber 10 Euro bräuchten wir so eigentlich. Denn nein, schon für die Materialien. Es sind die Unkosten ja auch da, der Drucker, das Papier natürlich. und. Mhm. Also ich muss vorweg sagen, sie war also in Theresienstadt. Dann kam Auschwitz. Und dieses hier, was ich jetzt vorlese, das ist also in Stutthof passiert. Und zwar schon Ende 1944. Sie hat also schon mit der, angefangen. Wieder wurden Selektionen durchgeführt. Man sprach davon, dass man uns als Hilfskräfte zu deutschen Bauern schicken wird. An einem Tag wurden 1000 Menschen abgezählt. Meine Mutter und ich waren darunter. Wir wurden in den Laderaum eines Schiffes gebracht, nach Dörbeck transportiert. Dörbeck ist ein deutsches Dorf nahe Elbing an der Küste des Frischen Haffs. Wir wurden wieder gezählt und in Reihen zu 5 Frauen durch das Dorf geführt. An der Straße standen die Einwohner des Dorfes und schauten uns neugierig an. Jeder hielt sich ein Taschentuch vor die Nase. Ich verstand nicht, weshalb wir es taten. Mir schien es komisch, dass die ganze Bevölkerung eines Dorfes gleichzeitig Schnupfen haben sollte. Aber es war natürlich etwas anderes und es kam mir erst später in den Sinn. Sie waren überzeugt, dass Juden stinken, denn so hatte man es ihnen eingetrichtert. Wir wurden auf eine große Wiese gebracht. Aus der Tschechoslowakei waren nur noch wenige Frauen übrig geblieben. Die meisten waren Jüdinnen aus Litauen und Ungarn. Auf der Wiese sollten wir Zelte aufstellen. 10 Zelte in 10 Reihen. In jedem Zelt 10 Frauen. Am nächsten Tag wurden wir zur Arbeit geführt. Zu einer sehr schweren Arbeit. Wir mussten Panzergräben ausheben. 5 Meter weit und 3,60 Meter tief. Unsere Aufseher waren SS-Männer in ihren schwarzen Uniformen und auch noch ganz junge Mitglieder der Hitlerjugend. Von denen waren besonders viele sehr unbarmherzig und sogar grausam und sadistisch. Es wurde Herbst. Unsere Kleidung war zerlumpt und zerrissen. Die Schuhe, nein, die Pantoffeln aus Auschwitz waren kaputt. Am 1. September 1944 kam der Befehl, die Zelte abzubauen und wieder zu ziehen. Diesmal fuhren wir eine Nacht lang mit einem ganz normalen Menschenzug und kamen in ein polnisches Dorf, das Guttau oder polnisch Gutowo hieß. Wieder mussten wir auf einer Wiese unsere Zelte aufbauen, doch diesmal waren es weniger.
Wie viele Frauen in Dörbeck gestorben sind, kann ich nicht mehr sagen. Es begann ein sehr kalter Winter und der grausamste Abschnitt unseres Lagerlebens. Aber das wussten wir damals noch nicht. In jenem Jahr kam der Winter sehr früh mit großer Kälte und viel Schnee. Wir hatten keine warmen Sachen, keine Schuhe mehr. Wir bekamen Holzhütten gebaut, mussten aber auf der Erde auf Stroh schlafen. In der Mitte der Hütte stand ein Ofen. Aber wir hatten kein Holzmaterial. Es war schrecklich kalt. Nicht weit von unseren Hütten entfernt floss ein Bach. Den durften wir zum Waschen benutzen, bis er zugefroren war. Die Arbeit war dieselbe wie in Dörbeck. Wir mussten Panzergräben ausheben, 5 Meter weit und 3,60 Meter tief. Als Werkzeug hatten wir Hacken, Spaten, Schaufeln. Das Essen bekamen wir erst nach der Arbeit. Rübensuppe und ein Stück Brot. Viele von uns erkrankten an Typhus, Diphtherie und anderen Krankheiten. Wir litten furchtbar unter den vielen Läusen und hatten weder die Kraft noch die Möglichkeit, gegen sie anzukämpfen. Es gab kein Licht und es wurde früh dunkel. Am 22. November 1944 starb meine Mutter an Hunger, totaler Erschöpfung und an den Läusen. Wenn der Lagerälteste dem Offizier meldete, dass eine, der Name spielte schon lange keine Rolle mehr, gestorben war, so sagte er, nur eine. Meine Mutter hatte sehr lange um ihr und mein Leben gekämpft. Länger konnte sie es nicht aushalten. Sie ist 45 Jahre alt geworden, ich war damals 13. Hoffnung auf ein Überleben ist mir fast keine geblieben. Eine Woche nach dem Tod meiner Mutter, Ende November, wurde uns an einem Arbeitstag mitgeteilt, dass diejenigen, die keine Schuhe mehr haben und nicht mehr arbeiten können, im Lager bleiben dürfen. Ich konnte nicht mehr arbeiten und ich war barfuß. So blieb ich im Lager. Als die Arbeitsfähigen das Lager verlassen hatten, wurden wir im Lagergebliebenen gezählt. Jeder von uns wurde ein Büschel Haare abgeschnitten, damit man uns nicht verwechseln konnte. Dann wurden wir angeblich, wie man uns gesagt hatte, zu einem Bahnhof geführt. Doch wir mussten den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch gehen. Und ich hatte keine Schuhe. Plötzlich wurde uns befohlen, umzukehren. Und wir gingen denselben Weg zurück, den weiten, schweren Weg. Ich weiß nicht, wie lange dieser Weg dauerte, denn eine Uhr hatte ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Die im Lager geblieben wunderten sich sehr, als wir zurückkamen. Sie waren fest davon überzeugt, dass wir nicht mehr am Leben wären, denn es hatte geheißen, wir seien vergast worden. Es gab aber den Bahnhof nicht mehr und die Züge fuhren auch keine mehr. Die Rote Armee war schon ganz in der Nähe und man konnte den Donner der Geschütze hören. Als ich von diesem Ausflug zurückgekommen war, konnte ich nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr auf meinen Füßen, die ganz schwarz waren und eitrig waren, stehen. Ich hatte solche Schmerzen, dass ich nicht mehr schlafen konnte. Die Lagerärztin hat meine Nummer notiert, aufgeschrieben und gesagt, dass mir die Füße amputiert werden müssten, denn sie seien in einem solchen Zustand, dass man sie nicht mehr retten könnte. Aber es gab keine Möglichkeit mehr, von diesem Ort wegzukommen, denn alle Wege waren durch die nahe Front verzögert. Meine Füße sind wieder gesund geworden. Doch das war erst sehr viel später. Eine Zehe hat sie verloren. Ja, vielen Dank, Hans-Joachim. Sag doch bitte nochmal den Namen der Dame. Und Evelina Merova. Ja, und das ist ein Teil der Berichte, die sie vom Niedersächsischen Verein für Förderung von Theresienstadt,
Theresin e.V. bekommen können. Magst du noch etwas kurz zu der Dame sagen? Ja, wie es mit der Evelina weiterging. Sie wurde gerettet. Ich hatte schon gesagt, sie wurde von einem russischen Arzt adoptiert. Sie hat dann auch studiert. Und sie war diejenige, die sich mit Händen und Füßen gesträubt hat. Nein, ich will nicht an eine Schule, an eine deutsche Schule in der Schweiz. Ich möchte hier bleiben. Und auf die Art und Weise sind sie dann im Park geblieben. Und dann eben die ganze Familie hat dann diesen Weg ins Gast bzw. In den Tod durch Zwangsarbeit erlitten. Sie hat einen Architekten geheiratet, hat aber den Namen ihres Adoptivvaters behalten. Sie hat zwei Kinder, eine Tochter, einen Sohn. Und Evelina ist im Grunde genommen, ich möchte mal sagen, heimatlos. Sie pendelt also zwischen Prag, wo sie eigentlich wohnt, Frankfurt und Leningrad hin und her. Okay, danke. Ja, also ich wünsche euch weiterhin gottesreichen Segen für eure Arbeit und für eure wichtige Arbeit. Alle beide, dass ihr daran arbeitet, dass das nicht vergessen wird. Und ich verabschiede mich von Ihnen.